Marco Trautmann, 3-2 gewonnen, aber wirklich zum Sieg gratulieren kann man nicht, weil man hat sich sicher etwas anderes vorgenommen hat. Ja, sicher. Mit dieser schwachen Mannschaftsleistung können wir schlussendlich froh sein, dass wir überhaupt 2 Punkte holen können. Was hat es gegen das Drittel? Es ist eigentlich relativ gut losgegangen. Wir führen 2-0 fast standesgemäss. Was ist nachher passiert? Ja, ich meine, als wir 2-0 geführt haben, wollte jeder unbedingt ein Goal schießen, Einzelaktionen geben. Und, es ist ein Mannschaftssport. Mit einem allein oder so kann man einfach nicht gewinnen. Ich habe mal gesehen, ein Powerplay irgendwie selber auch ein verrückt, weil niemand geschossen hat. Das ist eben aufgeregt, dass irgendwie jeder seine Segen gemacht hat. Ja, wir haben ein bisschen das gespielt, was wir eigentlich gar nicht angeschaut haben. Und ich meine, ja, wenn wir zu der Scheibe nicht Sorge haben und einfach schiessen, obwohl niemand vor dem Goal ist, dann schiessen wir einfach kein Goal. Zum Schluss eine gleiche Endaktion entschieden mit der Wut im Bauch. Ja, es ist ein bisschen Frust, der Schuss. Aber ja, wir können froh sein, dass es reingegangen ist. In den letzten paar Spielen haben wir gesagt, man muss Schritt für Schritt nehmen. Es war positiv gegen Schotfo und heute hat es einem dunkel, man kehrt zurück ins alte Fahrwasser. Warum? Ja, aber meine, die ersten 20 waren gut. Ich meine, es bringt nichts, wenn wir nur 20 Minuten in so kein Spiel. Wir müssen 60 Minuten kompakt zusammen sein, Wellen gehen, Herz zeigen, Stolz zeigen und, ja, und dann kommt das schon gut. Dass zum Beispiel auf Freiburg geht, dass es irgendeine Unruhe die Mannschaft noch gegeben? Nein, sicher nicht. Also ich meine, wir sind ein grosses Kader, vor allem im Sturm. Und es tut vielleicht auch denen, die es nicht läuft, würde es vielleicht auch ein bisschen gut tun. Neue Impulse, ein bisschen neue Herausforderungen. Und wenn es drücken, wir vielleicht wieder voller Tatendrang sind und dann läuft es dann wieder vielleicht. Tim Weber, nach einer langen Verletzungspause, jetzt das erste Spiel, gerade können auch noch das Goal schiessen. Persönlich ist es eigentlich recht gut gelaufen, stimmt das? Ja, sicher. Also unsere Linie hat gut harmoniert. Wir haben die Scheibe laufen. Und so haben wir es lange einfach gemacht. Also es ist lustig zu spielen mit dem Lüthi und dem Hirt. Jetzt eben die Verletzung, Hirnerschütterung ist immer schwierig zu sagen, wenn es wirklich vorbei ist. Fühlst du dich 100% beschwerdefrei? Ja, also ich habe wirklich lang genug gewartet. Ich habe 2 Monate gewartet und als ich zurück war, bin ich beschwerdefrei. Aber ich habe gesagt, das muss man sicher auch machen bei der Hirnerschütterung, das ist wichtig. Warum bist du jetzt, dass eben gerade das erste Spiel wirklich von durchspielen so gut gelaufen ist? Es ist immer schwierig, wenn man so lange eigentlich die Mannschaft muss sich zurückkämpfen, mit keinem Stammplatz noch auf sicher, dass man noch wirklich eben die Leistung kann prüfen. Ja, es ist sicher nicht einfach und darum umso schöner, dass es geklappt hat, weil ja, die anderen haben schon eine halbe Saison dabei und sind natürlich im Spielrhythmus, ich hatte noch kein Spiel gehabt und von dem bin ich froh, dass es eigentlich so gut geklappt hat, ja. Du warst schon auf dem Eis, wo das vermeintliche 3-2 gefallen ist dort. Hast du gesehen, ob der Böck drin war oder nicht? Also ich habe nur ein dumpfes Geräusch gehört und das ist eigentlich immer der Hinterpfosten, aber der Remo, der es geschossen hat, steht neben dem Goal und er hat gesehen, wie er einfach rein ist.